Wo bist du? Warst du heute hier bei der Demonstration? Ja. Was bedeutet der Kampf für dich? So. Mein Name ist Ferhat Kırmızı. Ich bin der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende von Standort München. Bin auch Gewerkschafter, aktiv bei IG Metall. Der Anlass, warum wir uns heute getroffen haben, weil unser Standort zur Debatte steht, zur Schließung, weil es überprüft wird. Natürlich kämpfen wir um den Erhalt der Arbeitsplätze, auch für die nächste Zukunft, für die Generationen, weil Bosch ist generell kein schlechter Arbeitgeber, ist mit seinem Sozialen sehr bekannt und ich bin auch ein stolzer Bosch-Mitarbeiter. Der Kampf ist deswegen da, weil ich es nicht akzeptieren kann, dass Bosch solche Entscheidungen trifft, dass wir verlagert werden. Für mich wäre das ein großer Sieg, ein Kampf, wenn wir den Standort erhalten, damit die nächste Zukunft Generationen auch eine Arbeitsperspektive angeboten bekommen, eine gute Ausbildung vor allem. Wir bilden nicht nur Industriearbeitsplätze, auch Ingenieure und so weiter aus. Das geht dann auch natürlich dadurch. Wird es eingeschnitten. Wir möchten mit dieser Bewegung auch ein Zeichen setzen, weil wir sind zwar die Ersten, die ihre Arbeitsplätze vielleicht verlieren werden durch die Transformation. Die Prognose sagt auch, dass wir sehr viele Arbeitsplätze wegfallen werden. Das Beschäftigungsverhältnis von Verbrenner zu meiner E-Mobilität ist 8:1, also von 8 Arbeitsplätzen wird nur einer überleben. Und da der Automobilindustrie einer der größten Arbeitgeber in Deutschland ist, wird sehr viele soziale Härte geben. Und da müssten wir jetzt, glaube ich, in Bewegung kommen, ins Rollen kommen, dass wir die Menschen aufwecken, dass die einfach sagen, hey, heute sind wir betroffen, also die betroffen, morgen sind die anderen betroffen. Und da wird eine Welle kommen und da sollten wir jetzt gemeinsam eine Bewegung finden, Klassenkampf, für die Zukunft, weil ohne Arbeit werden wir auch nichts konsumieren können. Also von daher bräuchten wir die Arbeitsplätze auf jeden Fall in Deutschland. Vielleicht noch eine Frage, und zwar, weil die Geschäftsführung hat ja eigentlich mehr oder weniger einen Plan. Ja. Ja. Und sie ist ja auch zum Beispiel bei der IAA, in der großen Automobilmesse, will sie auch stark das E-Auto, ja, das nach außen als Lösung für die Klimafrage stellen. Ja. Die Bahnarbeiterinnen streiken ja auch. Ja. Ist es eine mögliche Perspektive, gemeinsam für die Zukunft, eine klimagerechte Zukunft zu kämpfen? Die Bosch-Beschäftigten mit der Bahn? Ja, natürlich ist es. Es geht ja im Endeffekt im Klassenkampf oder um den Klassenerhalt. Auch die GDLer versuchen, die Lokführer wurden jahrzehntelang benachteiligt mit ihrer Bezahlung, beschissene Arbeitszeiten. Auch Betriebsrente und so weiter standen ja zur Debatte. Immer noch. Also von daher finde ich die Bewegung allgemein Kampf um die Arbeitsplätze oder bessere Arbeitsbedingungen sehr wichtig. Ohne nichts zu tun wird keine Lösung ausgestellt. Auch der Arbeitgeber oder die Manager, wenn man nicht da querstellt und sagt, stark seine Meinung vertreten tut, wird sich sowieso nichts ändern. Also von daher müssen wir uns nach unserem deutschen Streikrecht mit der Gewerkschaft, mit dem Aktivisten zusammen bewegen, damit wir was auch erreichen können.